Es gibt für mich keine Kollegen mit Behinderung. Es gibt die Kollegen genau so, wie sie sind. Hier wird auch jeder so genommen, wie er ist. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr gut. Wir sind ein Inklusionsunternehmen, was aber gleichzeitig auf dem ersten Arbeitsmarkt unterwegs ist. Unser Kerngeschäft besteht darin, dass wir Kooperationen mit Unternehmen und der öffentlichen Hand eingehen, wo wir nicht mehr benötigte IT-Geräte zurückholen, die Daten vernichten, mit dem Ziel, die Geräte wieder aufzubereiten und ein zweites Leben zu schenken. Und das Besondere ist vielleicht bei uns, dass wir das mit Menschen mit Schwerbehinderung tun. Wir sind aktuell 750 Mitarbeitenden in 5 Ländern in Europa. Und ja, fast jede zweite Person hat bei uns eine Schwerbehinderung. Mein Name ist Erik Hübler. Ich bin hier am Standort Berlin der Shopleiter. Und ich bin auch eine Erfolgsgeschichte der AFB vom Praktikanten zum Shopleiter jetzt. Das Thema Nachhaltigkeit ist genauso hoch gewertet wie die Inklusion der Kollegen. Also in dem Falle hält sich das wirklich massiv die Waage. Also unsere Mitbewerber sind leider nicht so nachhaltig wie wir. AFB hat auch eine sehr große Wertschöpfungstiefe. Das heißt, wir machen fast alles selbst aus verschiedensten Gründen. Zum einen, weil wir möglichst viele Menschen mit Behinderung beschäftigen wollen. Zum anderen wegen dem Datenschutz. Das fängt damit an, dass wir einen eigenen Fuhrpark haben, eigene Lkw-Fahrer. Wir haben eigene Transportbehältnisse entwickelt, die mehrwegfähig sind, die datenschutzkonform sind. Wir bringen das zum nächstmöglichen Standort, beispielsweise hier nach Berlin, wo wir dann die Geräte in Empfang nehmen, machen die Warenerfassung und dann geht das auch schon weiter in die Datenlöschung. Das ist das A und O, Datenvernichtung. Dabei wird auch geprüft, können wir das softwareseitig löschen? Ja, nein. Es gibt manchmal den Fall, dass es nicht geht, dann müssen wir schreddern. Das ist ganz wichtig, auch wenn es aus Umweltsicht immer ein bisschen schade ist, aber Datenschutz geht vor. Dann wird auch entschieden, welche der Geräte können denn wieder aufbereitet werden. Die Geräte werden mit Software bespielt und dann auch hier vor Ort im Geschäft wieder verkauft. Beispielsweise letztes Jahr, 2022, haben wir über 528.000 IT-Geräte bearbeitet und wir können roundabout 2 von 3 Geräten, die wir bekommen, wieder aufbereiten und vermarkten. Und ein Drittel circa geht ins Recycling oder dient als Ersatzteilspender. Es gibt die große Kopplung zwischen Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen. Deswegen sind wir auch aktiv in der Circular Economy. Und wir können auch genau ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen wir je Gerät einsparen. Und die AFB hat zum Beispiel letztes Jahr über 40.000 Tonnen CO2 eingespart, indem sich auch die Kundinnen und Kunden für ein gebrauchtes Gerät und nicht für ein Neugerät entscheiden. Dankeschön. Wir freuen uns, dass wir Mitglied im Grünhirsch-Netzwerk sind. Zum einen passt das wunderbar zum dezentralen Ansatz von der AFB. Zum anderen gibt es dort sehr viele Punkte, sei es die Wertschätzung am Arbeitsplatz, der Umgang mit Ressourcen, mit Energie. Das sind alles Punkte, die uns auch sehr wichtig sind, wo wir aktiv dran arbeiten, wo wir auch mit unserem Kerngeschäft dran arbeiten. Und ich glaube, dass wir eine sehr hohe Komplexität haben, damit einfach die Wirtschaft nachhaltiger wird, macht es Sinn, sich zu vernetzen. Wir haben ähnliche Herausforderungen, dass wir voneinander lernen können. Und uns würde es natürlich sehr freuen, wenn wir es wirklich schaffen würden, diesen grünen Hirsch so ein bisschen als Dachmarke auch für uns alle hier im Bezirk aufzubauen, um einfach mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Eine nachhaltige Zukunft geht nur gemeinsam und deswegen machen wir mit beim grünen Hirschen.